magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was studierst du? Mein Name ist Dominik. Ich bin 23 Jahre alt, wolltest du gar nicht wissen, aber ich studiere Physik momentan hier an der TU. Ich bin Sophia und ich studiere den Masterstudiengang Kognitive Medienlinguistik. Ich heiße Philippe, ich studiere Chemieingenieurwesen, Master. Ich habe gerade angefangen. Ich komme aus Brasilien und das war's. Ne? Ich bin Laura und studiere den Studiengang Sprache und Kommunikation jetzt im 6. Mastersemester. Also ich bin Josefine und ich studiere Biotechnologie im 2. Semester. Ich bin Cidal und ich studiere auch Biotechnologie im 2. Semester. Ich bin Leon und studiere Wirtschaftsingenieurwesen im 8. Semester. So, der Frühling hat endlich begonnen hier an der TU, wie man unschwer erkennt. Wie verändert sich denn die TU für dich jetzt im Frühling? Es sind viel mehr Leute und viel mehr nackte Knöchel. Bedeutend besucht man mehr Vorlesungen, weil einfach, naja, wie man vielleicht sieht, wenn man sich umblickt, etwas alles ergrünt ist und man wunderbar auf der Wiese entspannen kann nach der Vorlesung. Ja, auf jeden Fall hat sich verändert, dass es viel mehr Spaß macht, herzukommen, weil man halt auch draußen mal sitzen kann in den Pausen. Das Wetter ist schön. Die Leute sehen besser gelaunt aus als im Winter und das Aufstehen morgens fällt auch ein bisschen leichter, jetzt wo es so hell ist. Hast du einen besonderen Lieblingsplatz hier irgendwo auf dem Campus, wo du dich in den Pausen gerne aufhältst? Hinterm Hauptgebäude. Oder vielleicht kurz ans Wasser, hinter Kentucky Chicken. Ja, und zwar dieses ganz ungemütliche Café hinten in der Ecke vom Foyer. Mir persönlich gefällt, auf der Wiese zu liegen. Also da zwischen der Mensa und der Hauptgebäude, das ist wunderschön für mich. Und naja, ich mag einfach die Sonne und so. Vieles habe ich noch nicht hier erfahren, aber das war mir am liebsten. Generell dieses ganze Areal hier, was hier jetzt eingeschnitten ist, zwischen Hardenbergstraße und Schieß mich tot, Straße 17. Juni. Mhm. Ja. Dieses ganze Gebiet hier ist eigentlich ziemlich schön, weil es doch ganz ruhig ist. Die Autos hört man nicht. Ja. Trinkst du Kaffee, Tee oder Eis zwischendurch? Kaffee. Und ganz viel Eis. Ganz, ganz, ganz viel Eis. Und kalte Getränke. Ich trinke eher Mate. Ein Vivi-Kaffee gibt es auch noch für 1 € eine Mate, auch in Süd. So, jetzt, wo das neue Semester angefangen hat, gibt es ja einige Kurse, die angeboten werden über Hochschulsport, Sprachkurse. Gibt es irgendeinen Kurs, den du jetzt dieses Semester besuchst? Tatsächlich letztes Semester einen Yoga-Kurs gemacht. Und ja, das war dann eben das Maximum. Das hat man dann drinnen gemacht eben in der Turnhalle. Das wäre eigentlich im Sommer vielleicht sogar besser, wenn man dann eben auch draußen Yoga machen könnte. Das würde Spaß machen. Ansonsten habe ich darüber nachgedacht, selber einen Sportkurs momentan anzubieten. Aber da ist noch ein Weg hin. Darf ich fragen, was für ein Sportkurs oder ist das noch geheim? Nein, das wäre kein Problem. Das würde in Richtung Selbstverteidigung gehen, weil ich sehr viel Kampfsport früher gemacht habe und mich auch immer noch in meiner Freizeit viel damit beschäftige. Ich mache noch das Kolloquium im Master und überlege noch einen Tanzkurs zu machen, bevor ich exmatrikuliert werde beim Unisport, aber ansonsten bin ich auch fertig. So, leider, Schwimmkurs war schon abgebucht. Das würde ich gerne machen. Sonst habe ich vor, mich mit Bekannten hier in der TU zu treffen, um zusammen Sport zu machen, so ohne Gewicht, nur Körpergewicht und so. Ja, dieses Semester besuche ich noch genau einen Kurs und der ist Spanisch A1 für Anfänger wie mich. Sonst nur Bachelorarbeit schreiben gerade. Also bin ich auch, seid ihr glücklich, mich hier anzutreffen in der Uni.